Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe auf Instagram viele Nachrichten bekommen und auf Reddit ist ein Beitrag veröffentlicht worden, wo man sehen kann, dass Michael auf eine GTA 6 Frage reagiert. Und die Fans, auch meine Zuschauer, sind ausgeflippt. Was meint Michael damit? Wird jetzt bald GTA 6 angekündigt, weil er darauf reagiert hat? Deswegen mache ich das Video, um Klarheit zu verschaffen und was damit gemeint sein könnte, beziehungsweise kann man das ernst nehmen, was Michael sagt. Bevor wir aber dazu kommen, Leute, abonniert diesen Kanal, falls ihr keine Informationen mehr zu GTA 6 verpassen wollt. Wie ihr seht, seid ihr hier immer auf dem neuesten Stand, denn hier besprechen wir die neuesten und aktuellsten GTA 6 Themen. Zudem kannst du mir auf Instagram folgen, dort heißt GTA63, dort kündige ich mal Livestreams an und interagiere mit euch. Ihr könnt mir Informationen zuschicken, wie die Zuschauer bei diesem Michael-Thema hier. Ich interagiere wirklich mit jedem Zuschauer. Aber kommen wir jetzt erstmal dazu, was eigentlich passiert ist. Ein Zuschauer hat Michael auf Instagram gefragt, wann GTA 6 erscheint. Er hat folgende Nachricht Michael geschrieben. Yo, Ned Luke, ich bin ein großer Fan von GTA 5. Ich mag die Rolle, die du im Spiel spielst, es sticht wirklich sehr heraus. Ich weiß, du kannst womöglich auf meine Fragen nicht antworten, aber weißt du, wann GTA 6 rauskommt? Und auf diese Frage hat Ned Luke bzw. hat Michael reagiert und er hat daraus einen Screenshot gemacht und es auf seinem Instagram-Profil hochgeladen und hat folgenden Status reingeschrieben. Might Night mit 5 Sternen. Wie gesagt, ich habe viele Fragen bekommen auf Instagram, was damit gemeint sein könnte. Wird GTA 6 jetzt heute um Mitternacht angekündigt oder wird GTA 6 bald jetzt irgendwann angekündigt? Sehen wir bald was? Und ich kann von Anfang an sagen, Leute, ich glaube eher nicht. Auch auf Reddit haben viele diskutiert, kann es sein, dass die älteren Charaktere, wie zum Beispiel von GTA 5, irgendwas zu GTA 6 wissen. Man kann natürlich damit argumentieren, dass die Charaktere, also Michael, Frank und Trevor, noch Kontakt zu den Rockstar Games Mitarbeitern haben und eventuell Inside-Informationen besitzen. Aber die Frage ist, Leute, wenn Ned Luke irgendwelche Informationen zu GTA 6 hat, würde er das preisgeben? Ich denke eher nicht. Vor allem nicht so öffentlich, weil erstens, wenn er das machen würde, würde das Rockstar Games ja definitiv sehen. Und dann würde er eine Geldstrafe von Rockstar Games bekommen, weil er darf natürlich keine zukünftigen Projekte von Rockstar Games irgendwie leaken, wann es angekündigt wird. Zweitens würde er den Vertrauen zu den Rockstar Games Mitarbeitern verlieren, die ihm diese Information eventuell gegeben haben. Ich persönlich denke, dass wir niemals von Franklin, Trevor oder Michael irgendwelche Informationen zu GTA 6 bekommen werden. Vor allem Franklin, der spielt immer wieder gerne mit uns, ja, mit den GTA 6 Fans, weil er ganz genau weiß, dass wir hyped auf GTA 6 sind und genau das möchte er immer wieder mit seinen Posts triggern. Er veröffentlicht Beiträge, wo er Hinweise auf GTA 6 gibt, die im Endeffekt einfach nichts sind und uns einfach nur triggern sollen. Und genau das macht Michael auch. Michael hat auch in der Vergangenheit gesagt, dass wir niemals glauben sollen, was andere sagen, nur wenn Rockstar Games etwas selbst veröffentlicht, denn dann ist es offiziell. Und genau dasselbe ist ja auch auf Michael bezogen. Egal was er sagt, wir sollten ihm nicht glauben. Selbst wenn er sagen würde, GTA 6 wird 2024 erscheinen, ist das immer noch kein Fakt. Weil wie gesagt, diese Charaktere spielen gerne mit den GTA 6 Fans, weil sie wissen, wie krank wir auf GTA 6 warten. Aber wie gesagt, Leute, es kann auch ganz anders sein. Vielleicht weiß er Informationen, vielleicht hat er irgendwas uns mitteilen wollen mit diesem Begriff Mitternacht. Wenn ihr Ideen habt, schreibt es in die Kommentare. Lasst uns diskutieren, was ihr denkt, was Michael gemeint haben könnte, ob er eventuell Informationen besitzt und uns Informationen hier gegeben hat, beziehungsweise einen kleinen Hinweis. Ich denke persönlich eher nicht, aber ich bin auf jeden Fall sehr auf eure Meinung gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, lasst uns diskutieren und gebt mir ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.